Winston, Suki, wir packen aus. Ach, die sind eher da als du. Hallo meine Lieben, ich habe wieder mal ein Päckchen bekommen vom Alfred aus Leer. Loga, Leer, Leer, Loga, wie auch immer man das ausspricht. Das zeige ich jetzt nicht, weil wir haben wieder vergessen, die Adresse abzukleben. Richtig, halt mal zu. Hier zeigt das Päckchen. Die Hunde, die warten schon seit gestern. Genau. So, dann wollen wir das mal aufschneiden. Fienchen ist nicht da, weil sie mit dem Vater unterwegs ist. Die ist streuseln, die kriegt Würstchen. Bestimmt. Bestimmt. Was schnüffelt denn ihr hier schon? Lecker Sachen drin für den Hund oder was? Nimm die Nase weg, ich schneide sie dir auf. Die sind richtig todesmutig, die Hunde. Habt ihr das gesehen? Der eine zumindest. So, meine Lieben, dann wollen wir das mal aufmachen. Hier ist ein Brief dabei. Hallo Klaus, du machst gute Videos. Ich kann es kaum erwarten, bis sie am Abend erscheinen. Weiter so, ich habe für euch ein paar Sachen eingepackt. Für dich Kaffee, Milch, Zucker und zweimal was zum Naschen. Aber eine Packung gehört Lilly. Aha. Vielleicht können wir uns mal in Leer zu einem Kaffee treffen. Alfred, ich denke, das klappt mal, wenn ich in Wehner bin. Würde mich freuen, wenn es mal klappen würde. Habe auch an deine Vierbeiner gedacht. Hab selber einen Dackelspitzmischling. Farbe schwarz wie die Nacht. Mit einem weißen Fleck auf der Brust. Wie unser Suki. Naja, der hat noch eins im Gesicht. Ich denke, wir zwei sind vom Alter nicht weit auseinander. Bin Baujahr 60 und Auslieferung 61. Dir weiterhin Schrott und gebührenfreie Fahrt. Liebe Grüße, Alfred aus Leer. Also Alfred, wir sind 7 Jahre auseinander. Gebührenfrei ist gut. Ich bin Baujahr 53. Gebührenfrei ist gut, genau. Also merkst du. Keine Strafzettel holen. Alfred, danke für den Brief. Freut mich sehr. Und jetzt gucke ich mal in dein Päckchen. Also, einmal Whiskas für die Katze. Da kann sie aber läppern. Die wird sich freuen. Die ist aber gar nicht dabei jetzt hier, ne? Die habe ich gerade rausgelassen. Ah ja. Das ist aber auch die Sorte, die sie mag. Lieblingssticks für die Hunde. Auf die steht doch so viel rein. Genau, die mag unser kleiner Schwarzer, richtig? Ja, guck schon. Wollen wir ihn eingeben? Ja, also alles andere wäre nur gemein. Einer. Zwei. So, jetzt passt mal auf, was jetzt passiert. Er schnüffelt immer dran wie eine Zigarre, von hinten nach vorne der und dann ist er. Der Genießer zieht erst die Zigarre durch. So, mein lieber Alfred. Kaffeesahne sehe ich schon. Sehr schön, das freut mich. Ein kleines bisschen verrückt bist du ja auch, ne? Den teuersten Kaffee, den es gibt. Mein lieber Alfred, ich bedanke mich bei dir für den Kaffee. Den kann ich sehr gut gebrauchen. Ach, du weißt ja, mein zweiter Name ist Kaffee. Sogar Würfelzucker dabei. Alfred, du denkst aber auch an alles. Und zum Naschen. Schokoladenlebkuchen, zweimal. Eins für mich und eins für dich. Na, da können wir so ja muss man sie halten. Eins für mich und eins für mich. Eins für mich und eins für Lilly. Dann können wir ja, wenn wir uns die Hände pfeifen, dann können wir wie Max und Moritz mit dem, genau, dann, mit dem Pfefferkuchen im Maul dort liegen. Dann guckt noch ein Stück Pfefferkuchen aus dem Mund raus und dann ist Fresskoma angesagt. Wir haben auch gar keinen Lebkuchen und gar nichts, aber es dauert ja auch noch ein bisschen. Also mein lieber Alfred, recht vielen herzlichen Dank dafür, auch im Namen der Vierbeiner. Fienchen kriegt ihr es morgen. Ne? Fienchen kriegt morgen was, genau. Den kannst du dann auch zum Abschluss geben. Und die zwei kriegen noch was zum Abschluss. So, erst der Genießer. Und dann der kleine Fresssack. Groß. Der eigentlich der große Fresssack ist. So, mein lieber Alfred, vielen herzlichen Dank nochmal dafür. Ich habe mich sehr drüber gefreut. Und staunknitterfreie Fahrt weiterhin. Allen anderen auch. Allen anderen auch. Haltet alle schön eure Stoßstangen sauber. Wie hat Alfred geschrieben, Schrott und gebührenfreie Fahrt. Und in diesem Sinne, schönen Abend noch. Und bis zum nächsten Video. Tschüss. Ja, viele Grüße und großes Dankeschön auch von mir. Und eine schöne Adventszeit allen. Tschüss.